Was ist das? Bin gespannt, ob ich verstehe jede Frage. Ich fix auf Österreich. So, Theo. Dann mal Butterperifisch. Bist du bereit? Ja, ja, komm. Locker, relaxed. Sehr gut. No. Deutschland oder Tschechien? Ja, Tschechien. War auch schnell so übrigens. Zu Hause. Tschechien oder Österreich? Das ist schwer. Ja, ganz schwierig, Tschechien. Okay, jetzt kommt wirklich schwer. Tschechisches Bier oder österreichisches Bier? Das sollte man Trobo fragen. Na, stimmt, ne? Ja, dann muss ich sagen, auch tschechisches Bier. Ja, sie ist tschechisch. Bist du aber, was ist denn das? Okay, FC Vysočina. Vysočina, ah. Vysočina, okay. Jelava. Ja. Oder? Jelava? Ja, oder? Dann Slovan Liberec. Ist Jelava? Ja, ist Jelava. Ja. Oder Slovan Liberec. Ja, Slovan Liberec. Hast du einen anderen Bezug? Ja. Ja, da war ich nur in Jugend und also im Profibereich war ich nur ein Jahr. Also aufgewachsen. Ja, ich habe immer noch ein paar Freunde, aber die spielen nicht mehr Fußball. So, Werder-Trikot oder tschechisches Trikot? Hey, das ist ja dieselbe Frage. Boah, das ist aber gefinkt. Schwierig, weil... Ja, beide ist große Ehre zu tragen, also beides. Ja, also ich kann nicht nur ein... Ich sehe, ich habe auch Österreich gesagt. Nationalität, also? Ja. Ja, aber ich will die jetzt nicht drängen. Beides. Also. Ja. Ja, okay. Urlaub in Tschechien oder Österreich? Ja, das ist so einfach für mich. Was ist aber? Ja, Österreich, ja, in Tschechien. Ja. Köpfen oder Schießen? Nee. Besser Köpfen, oder? Ja, wahrscheinlich besser Köpfen, ja. Abwehr oder Mittelfeld? Mittelfeld. Ja, sehr schnell und direkt. Hattrick oder Derby-Sieg? Derby-Sieg. Aber Hattrick wäre auch nicht schlecht, ja, ne? Einmal im Leben, wenn Hattrick beim Derby-Sieg. Ja, das wäre top. Oh, Pavel Nedved oder Andreas Herzog? Aber er hat ja nichts mit Herzog zu tun, das ist eh klar, dass er Nedved sagt. Pavel Nedved. Warum habt ihr nicht Nedved oder Poborski gesagt? Also, ja, was? Ja, das wäre schwierig. Aber auch Nedved. Nee, aber... Wenn dir eine Frage fehlt, mach sie dazu. Roberto Carlos oder Philipp Lahm? Roberto Carlos. Ja? Weil er schießen kann, gell? Ja. Roberto Carlos oder Gebre Selassie? Das ist so. Da musst du für dich. Bist ja, besser. Soll mich pushen, weißt bist du? Besser. Ja, klar. Ja, Roberto Carlos. Ja, aber du musst doch mal für dich. Junusovic oder Gebre Selassie? Jetzt kannst du für den anderen. Junusovic. Na klar. Wer hat schon mehr Filme geschaut? Gebre Selassie. Ja, fix. Ja. Ja, passt. Wer benutzt mehr Filmzitate? Du oder ich? Ich würde sagen, ich benutze gar keinen. Also, gib es ja, das weißt du nicht, ob ich einen benutze oder nicht. Ich sag's dir vielleicht nicht. Denk mal drüber nach. Kino oder DVD? Kino. Ja. Django Unchained oder Pulp Fiction? Pulp Fiction. Ja, ist ja auch klar. Der Pate oder Scarface? Tschüss. Der Pate. Na, siehe Mafia. Herr der Ringe oder Star Wars? Oh. Nein, das ist ja bei allen schwer. Hm? Das ist richtig schwierig. Boah. Star Wars. Oh, schwierig. Ja, tut weh. Forrest Gump oder Inception? Ja, Forrest Gump. Ja, muss sein. James Bond oder Indiana Jones? James Bond. Ja. Titanic oder Pretty Woman? Ja, Pretty Woman. Ja, siehe. Klar, nur weil ich das andere gesagt habe. Ein Leben ohne Filme oder ein Leben ohne Fußball? Ja, ein Leben ohne Filme. Es ist sowieso nicht so viel Zeit mit Kindern. Das stimmt. Ein Leben ohne Internet oder ein Leben ohne Sladi? Was denkst du danach, ey?
Ich sage, Internet ist besser. Ja, entscheide dich, dass du es nimmst. I live on the Internet. Lieber Gast oder Gastgeber? Ja, bei Grillen Gastgeber. Oh, so ist das gemeint. Oder? Also Gastgeber, ja, naja, steht nicht Grillen. Ja, ich weiß, okay. bei Grillen, bei anderen Sachen, oder Kaffee trinken auch, aber sonst, bei Grillen Gastgeber. Ja. Das aber ich steht nicht Grillen. Ja, okay, aber dann das für mich, das ist für mich. Okay, also, okay. Juno oder Sladi? Sladi. Zimmerduell oder Butterbellyfische? Zimmerduell. Perfekt. Dann bräuchten wir jetzt noch eine Sache, da müsstet ihr euch